Ja, hi. Jetzt bin ich hier mit Katakan auf einem Glattraumtreffen. Hallo. Hallo, Spell. Ganz kurz zu dir am Anfang. Wie lange beschäftigst du dich schon so mit deinen Träumen? Mit Träumen meine ich schon mein Leben lang, bewusst vielleicht seit ja, 7 Jahren. Also gerade das Thema Klarträumen kam speziell eher so um 2010, 2012 auf. Okay, und zurzeit, was machst du besonders? Machst du zurzeit überhaupt irgendwas? In Bezug auf Klarträume, spezielle Techniken oder? Ja, Klarträume oder was du auch sonst mit deinen Träumen machst. Ja, aufschreiben auf alle Fälle. Also Traumtagebuch, das liegt schon immer auf dem Schreibtisch. Habe eigentlich eine ganz gute TE schon immer gehabt. Kann auch mal eine Woche aussetzen, aber bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klartraumtechnik, bin ich noch nicht so weit gekommen. Also Thema Wild. Stelle ich mich noch immer irgendwie zu doof an oder schlaf zu wenig. Generell glaube ich ein großes Thema bei mir, Schlafzeit genügend zu finden. Ja. Hast du da bestimmte Ziele, Sachen, die du auch umsetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Klartraum hast oder ansonsten auch Traumerinnerungen? Ziele im Klartraum habe ich gemerkt, dass es extrem wichtig ist, um nicht sofort wieder einzutrüben oder sich von irgendwelchen belanglosen Sachen beeinflussen zu lassen. Die ersten Klarträume habe ich meinen Traumhelfer gesucht. Das hat auch relativ schnell geklappt. Das wäre sicherlich nochmal ein Ziel, sich nochmal mit dem zu treffen, weil ich weiß, ich habe mal ein langes Gespräch mit ihm geführt. Kann ja aber keinen Inhalt mehr. Oh, schade. Ja, das ist deswegen. Ja, nee, generell, also Träume, ob es jetzt nun Klarträume sind oder Trübträume. Alle Fälle spannend, weil wenn man sich die Zeit ausrechnet, wie viel Lebenszeit man mit Schlafen verbringt, wäre es schade, wenn es ungenutzte Zeit ist. Stimmt, ja. Und würdest du sagen, jetzt zum Beispiel die Traumerinnerung oder auch ein paar Klarträume oder so, haben irgendwie dein Leben beeinflusst oder den nächsten Tag darauf oder so? Nächsten Tag darauf auf alle Fälle. Also Klartraum ist immer Energieschub. Also der nächste Tag, man schwebt förmlich. Also das wäre mal interessant auch zu untersuchen, ob das wirklich Endorphine, was es ausschüttet, was tagsüber da eigentlich los ist. Und was eben auch diese Ansporn, überhaupt da weiterzukommen, dann ist es halt auch wie bei jedem Lernen einfach, es ist so eine Art Erfolgserlebnis. Es hat mal wieder geklappt, wobei ich halt momentan auch immer oft darauf angewiesen bin, dass ich einfach im Traum klar wäre. Und das ist so mir noch nicht ganz klar, was das alles beeinflusst. Ja. Okay, danke schön. Und kurz zum Schluss noch, hast du vielleicht einen Tipp, wenn jemand so ähnliche Sachen erreichen will wie du im Traum, mit den Träumen, was würdest du jemandem raten? Technik ist schwer, da was zu empfehlen, weil ich da selber noch nicht so die optimalen Sachen gefunden habe. Also es muss auch keine Technik sein, also überhaupt so eine Herangehensweise oder so. Also was mir schon immer geholfen hat, weil viele auch generell ja eine Schwierigkeit haben mit Traumerinnerung, ist halt einfach das Aufwachen irgendwo zu kultivieren. Und wenn ich sofort mit Gedanken irgendwie beim Tag bin, dann wird das wahrscheinlich schwierig. Ja, Also ich stimmt. brauche generell früh so meine 5, 10 Minuten, und das ist auch so ein bisschen der erste Gedanke, Aufwachen und ach, was habe ich geträumt? Ja. Und sich auch erstmal ein bisschen Ruhe gönnen und nicht gleich irgendwie Radio anmachen und für Beschallung sorgen. Stimmt. Das, ja, wenn man das als Tipp Ja. nehmen kann. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, dann danke schön und bis dann. Gerne, bis dann.